Hallo und herzlich willkommen zurück bei Diablo 3. So, Schrein der Raserei, 25% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Jetzt dürfte es doch abgehen und nochmal gleich ein Schatzsucher. Meine Güte, das beginnt ja richtig gut. Den werde ich aber mal gleich versuchen zu erledigen, bevor der Bengel mir abhaut. Geht doch. Boah, also wir sind jetzt hier richtig zügig unterwegs, was die Angriffe angeht. So könnte das von mir aus auch immer sein, ja? Also da hätte ich nichts gegen, liebes Spiel. Falls du mir was Gutes tun willst, weiß der, was du machen kannst. So, der lose Stein hier. Noch ein bisschen Gold. Warum auch nicht? Oha! Oha, 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 oha. Wieder ein paar Speckies. So, wollen wir mal gleich... Wow! Shit, ey. Die sind ziemlich stark. Ich will die aber noch gekillt kriegen, bevor ich hier gleich ganz am Ende des Dungeons bin. Ja, komm schon. So, ihr könnt platzen, dann dürftet ihr genau die anderen doch eigentlich mit in den Tod reißen. Acht mit einem Schlag. Ein ordentliches Gemetzel und gleich auch noch ein Massaker hier abgeräumt. Oh, ein Kurzschwert. Das könnte doch vielleicht... Nee, könnte nicht. So, was habe ich hier? 55. 10% Blockwert. Regeneriert Leben pro Sekunde. Ich glaube, ich behalte das andere Magic Found. Es sind zwar nur 3%. Aber Kleinvieh macht bekanntlich ja auch Mist, ne? Jedes Magic Found mehr macht sich belohnt. Magic Found war ja auch in Diablo 2 ein Wert, der, glaube ich, nicht skaliert war. Oder wie auch immer man das nennen will. Zum Beispiel bei... schnellere Angriffsgeschwindigkeit gab es ja immer so bestimmte Stufen, dass wenn man die überschritten hat, das eine Auswirkung gehabt hat. Also zum Beispiel, man brauchte meinetwegen 30%, damit man einen Frame schneller schlagen konnte. Und wenn man jetzt 29 hatte, hat das noch keinen Unterschied gemacht. Und dann der Bereich von 30 bis 60 meinetwegen hat dann auch genau das Gleiche nur gebracht. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Also es machte keinen Unterschied meinetwegen, ob man jetzt 0% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit oder 29 hatte, wenn bei 30 der erste Richtwert lag, der dann zu einer Erhöhung der Geschwindigkeit führte. Ich weiß nicht, wie sie es hier gemacht haben. Ob man hier auch wieder so bestimmte Schwellenwerte hat, die man überschreiten muss. Oder ob man, egal wie viel, Hauptsache was Besseres... Die Krone ist nicht hier. Okay, falsche Krypta, dann gehen wir doch gleich mal hier raus. Es gibt ja bestimmt noch ein paar andere, wenn das die falsche ist. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. So, Morscher Sarg. Oh, da kommt noch ein Skelett raus. Hallöchen. Schön, deine Bekanntschaft zu machen. Aber schade, dass du wieder so schnell gehen musstest. So, Grabsteine zerstören. Gehört natürlich jetzt zu meinem guten Ruf. Oder zu meinem schlechten Ruf, je nachdem, wie man will. Ach shit, hier rum komme ich gar nicht. Ich muss andersrum gehen und auch hier wieder der obligatorische Riss auf dem Friedhof, der direkt in die Unterwelt zu führen scheint. Immerhin kommen da ja ab und an nochmal Zombies hochgeklettert, von daher muss es da ja irgendwie hinuntergehen. Oh, da könnten wir mal... Ja, schade, nicht gereicht. Ja, vielleicht bräuchten wir mal wieder ein bisschen eine stärkere Waffe. Ich hätte auch gerne mal so einen Stab, wie wir ihn ja eigentlich... nehmen sollten als Zauberer. Ist halt einfach stylischer, als mit so einem Schwert durch die Gegend zu rennen. So, Skelette, was habt ihr jetzt? Oh, da kommt er gleich wieder. Ah, scheiß die Wand an. Ihr wollt mich doch verarschen, ey. Ah. Oh, nee, hier sollte ich nicht hinrennen. Hier sollte ich nun wirklich nicht hinrennen. Ja, nimm mal hier, komm. Das nervt, wenn man so zurückgeschleudert wird. Vor allem als... eigentlich Fernkämpferin. So, komm schon. Einer weniger, jetzt der nächste. Sehr schön. Boah, immer die Aasfresser, die mir Probleme machen, ey. So. Was haben sie gedroppt? Immerhin schon mal ein Säbel. 10,5. Nee. Ist auch nicht besser als unserer. Ah, eine Menge magische Items, die wir jetzt hier schon im Inventar rumstehen haben. Oh, nice. Da sehe ich doch noch einen Heiltrank. Komm, den gönnen wir uns natürlich. Okay, hier haben wir grausige Totengräber. Okay, was sind das für Gesellen? Haben wir ein neues Wissen bekommen? Moment mal. Die dramatischen Ereignisse in diesem Land haben viele Geister zurückgelassen, die nicht in Frieden ruhen und nach Vergeltung streben.
Diese Geister üben wahllos Rache an allen, die ihren Weg kreuzen. Denn sie glauben, dass das Blut der Lebenden ihnen das Leben zurückgeben kann, um das sie gebracht wurden. Na dann. Und gleich das nächste. Dämonen sind dafür bekannt, ihre eigenen Jungen zu verzehren, wenn keine andere Nahrung zur Verfügung steht. Ihr Nachwuchs, die Kobolde, können mitunter fliehen und verbünden sich mit anderer Höllenbrut. Sie bewegen sich in aggressiven Gruppen, immer bereit, sich auf ahnungslose Reisende zu stürzen und sie mit ihren winzigen, messerscharfen Zähnen zu zerreißen. So, da hat er sich gleich den nächsten Erfolg gegönnt. Wahrer Segen, wie ich hier gerade gesehen habe. Meine Güte. Da ist jemand wohl ganz schön auf Dingensjagd, auf Achievementjagd. Oh, was haben wir denn hier? Lady Dunhild. Grabräuber haben mein Grab entweiht. Nun windet sich mein Mann in Pein, weil ich nicht an seiner Seite ruhe. Bringt meine Knochen zurück, auf dass wir in Frieden ruhen können. Okay, kann ich machen. Neues Ereignis. Die Knochen der Matriarchin. Ey, das hat doch mein Kumpel eben gekriegt, das Achievement, oder? Weil er das abgeschossen hat. Ah, seht ihr wohl, jetzt können wir hier was mitmachen. Wow. Lord Dunhild. Okay. Okay. Und jetzt können wir hier schön den Flächenzauber wirken. Oh ja, da kommen ja doch ein paar Skelette dann raus. Muss man schon sagen. Ah, dann werden wir wahrscheinlich auch gleich mal ein Achievement bekommen. Ich weiß gar nicht, ist das das erste im Let's Play? Könnte sein, oder? So. Diesmal greife ich ihn mal gleich mit dem Eisstrahl an. Ja, er will es natürlich auch wieder wissen und versteckt sich hinter seinen blöden Gegnern. Feigling. Oh, ich hatte gerade einen negativen Effekt drauf, glaube ich. Schon. Das ist doch immer der gleiche Lord. Sehe ich das richtig? Ja, ich glaube schon, ne? So, hier ist er wieder. Also komm, schön den Eisstrahl raufgerotzt. Und Feierabend, mein Lieber. Das ging schnell. So, oh, ich liebe diesen Flächenschaden. Also gegen Horden ist er echt richtig geil, der Zauberspruch. Noch mächtiger. Stufe 7 und wir werden noch mächtiger. Ja, sowas hört man doch gerne. Und wir haben auch eine neue Rune für den Froststrahl. Gucken wir uns gleich an. Ich würde sagen, wir schließen erstmal eben hier das Dingens hier ab. Und zwar der Sarkophag der Dunhilds. Sie können wieder in Frieden ruhen. Boah, 2600 EP hat das sogar gegeben. Nicht schlecht. Oh, und noch ein bisschen magische Seiten. Magische Items natürlich. Ah, endlich eine magische Hose mit 5 Intelligenz auch noch. Nice, das ist sehr schön für uns, weil das unseren Schaden erhöht. Und wieso habe ich jetzt das Achievement dafür nicht bekommen? Oder wurde mir das nur nicht angezeigt? Achievements. Ach, schaue ich nachher einfach mal nach. Ach ja, genau. Und ich wollte natürlich schauen, der Froststrahl hat eine neue Rune. Die Verlangsamung des Gegners wird auf 60% erhöht. Gönnen wir uns natürlich. Warum auch nicht? Und was haben wir noch Neues? Ich habe noch was Neues gekriegt. Nicht? Ich dachte. Okay. Dann nicht. Dann schließen wir die Akte hier wieder und... Dies ist nicht die richtige Krypta. Ja, zurück zum Friedhof, da wir mal wieder nicht auf der richtigen Krypta umherirren. Bin ich ja mal gespannt. Ich glaube, es gibt immer 3, das heißt, wir haben natürlich mal wieder das genau so hinbekommen, dass ich direkt 2-mal die falsche genommen habe und erst beim letzten Mal die richtige kriege. Auf zum Amboss! Auf zum Atem! Das heißt, auf zum Atom! Auf zum Atem! Schöne Grüße an alle Simpsons-Gucker. Ja, ich finde das frech, dass er die ganze Zeit Achievements kriegt und ich nicht, aber scheinbar ist er ja wirklich ungefähr so weit wie wir. So, komm her, Skelett. Du bist auch Geschichte. Entweihte Krypta. So. Okay. Bisschen Krimskrams. Ey, da hinten, ich wollte schon sagen, wenn ich da jetzt nicht rankomme, das wäre ja unfair. So. Aber immerhin haben wir jetzt die Gewissheit, dass das hier das richtige Grab sein muss. Da wir die anderen ja schon alle
durchwühlt haben. Ah, okay, da unten geht gleich schon wieder die Party ab. Shit, kann ich nicht. Doch, ich kann doch hier runterschießen, wisst ihr's doch. Wir sollten aber erstmal den Bengel da... Oh, shit, Vorsicht, da kommen noch ein paar Champions. So, Moment. Ja, komm doch, ey, das gibt's doch nicht. Ich habe nicht genug erkannt. Ah, albtraumhaft hat der schon wieder. Das ist echt mies. Wenn der mich trifft, dann renne ich wieder so komisch durch die Gegend. So, komm schon. Ah, viel halten die dafür nicht aus. Jetzt mit dem Eisstrahl hier den schnell platt machen. So, und dann den Grabwächter auch nochmal ausschalten. So wie sich das gehört, weil der holt nämlich neue Gegner hierher. Das wollen wir natürlich nicht. So eine Armbrust. Auch wieder ein Massaker angerichtet hier, die untoten Grabräuber. Ne, wie hießen die jetzt nochmal? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Einer müsste noch sein, oder? Haben wir schon 4 Stück gekillt? Ich dachte, das wäre eine Vierergruppe gewesen. Ne, scheint nicht so. Gut. Dann kümmern wir uns um den Grotesken hier. Ah, sehr schön, da ist der geisterhafte Mörder. Mörder? Das sind Mörder. Moment, da unten ist noch einer. Grausiger Totengräber. Grausiger Totengräber, okay. Gut, Leute, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier runter. Ha, den Steinsack hier nochmal zerschmettern. Armschienen, Moment, die könnten vielleicht besser sein als unsere. Nö, sind genau gleich. Von der Rüstung her zumindest gleich. Und, oha, oha, Unik. Oh, was hat der denn wieder, ey? Der hat Teleport, okay. So, komm. Oh, shit, da, ja, da teleportieren sie sich natürlich genau neben mich. So haben wir es gern. Und da haben wir Xia. Oh, jetzt habe ich gar nicht mehr gesehen, wie er hieß, weil er doch recht schnell down war. Ja, so eine Kettenreaktion sind echt was Feines, Leute. Also, wenn ihr die Gegner besiegen wollt, versucht am besten eine Kettenreaktion irgendwie auszulösen. Da sehen die Altbeier aus. Da sprengt sich so eine Gruppe schon fast von selbst. Nur durch ihre Anwesenheit. Ah, ja, sehr schön. Da ja, steht doch einfach um mich herum auf. Warum auch nicht? Ich liebe Überraschungen schließlich. So. Es dürfte wieder ein bisschen... Ne, doch keine Bonuserfahrung. Ich dachte, da kriege ich eigentlich wieder ein Massaker für oder so, aber... Nö, nö, nö. Kriegen wir natürlich nicht. Weil das Spiel uns hasst. So, da hinten sind ein paar Fledermäuse. Moment, jetzt kommt aber hier wieder eine ganz schöne Horde auf mich zu. Ich brauche mehr Arkankraft. Joa, ich bräuchte echt mal ein bisschen mehr Arkankraft, glaube ich. Ein Fellgurt, wie sieht's hier aus? 19, wow. Meine Fresse. Des einen Helden Schrott. Da ist jemand echt auf Achievement-Jagd. Ich glaub's geht los, ey. So, hinter mir springt mal wieder die ganze Horde da aus dem Busch. Scheinbar auch nichts Besseres zu tun, als mir hier aufzulauern. Mir unbescholtenem Bürger. Komm, 10 Gold nehmen wir nochmal mit. Meine Güte, ey. Zack, gut. So, was haben wir jetzt? Den Schrein der Gunst. Sehr schön, der macht Magie und, also Magic Found und Gold vereint ein bisschen höher. Und zwar um glatte 25%. Oder ja, 25% war richtig, wa? Ist deutlich erhöht, steht hier. Okay, aber eben stand, glaube ich, 25%. Jetzt sind wir auch schön einmal im Kreis gerannt. Wenn man mal einen Blick auf die Karte wirft, oben. Dann sind wir wirklich einmal schön so rumgerannt. Guck mal, wir hätten auch einfach hier runtergehen können. Naja, das weiß man ja vorher nicht. So. Dann hätten wir diesen tollen Schrein wahrscheinlich auch nicht gefunden. Aber jetzt können wir eigentlich sicher sein, dass wir hier lang gehen müssen. So, Groteska kann draufgehen. Die machen auch Schaden, wenn man in der Nähe steht, glaube ich. Also an uns. Wäre ja logisch. Wenn die an den Gegnern sogar Schaden machen, machen die an uns garantiert auch Schaden. Boah! Meine Güte, müsst ihr das einfach hier wieder... so rausgejumpt haben, ey, das gibt's doch nicht. Das ist fies, da sind die echt auf einmal immer mitten im Nahkampf drin oder so, aber ich find's echt geil gemacht, dass das teilweise halt auch die Gegner jetzt manchmal aus irgendwelchen Gräbern rauskommen oder so, es wirkt halt alles ein bisschen schöner als noch bei Diablo 2 und ja, Entweihte Krypta Ebene 2.
Lass ich mir nicht zweimal sagen. Diese Gruft erscheint einem Kanzler angemessen. Die Krone muss hier sein. Die Krone muss also hier sein, meinst du, Madame? Na, dann wollen wir noch mal schauen, oder? Ah ja, genau. Jetzt kam ja der Bengel hier. Der Fleischerschlund. So, den werde ich erstmal schön ein wenig slowen. Ich will nicht unbedingt, dass der uns hier, genau in den Nahkampf drängt. Aber hat er auch nicht geschafft. Das war der Schrecken der Krypta. Ja, so sehr erschrocken hat er mich jetzt aber nicht. Aber neues Wissen immerhin. Die Unbegrabenen werden aus menschlichen Leichen gebildet, die ohne ordentliches Begräbnis in Massengräber geworfen wurden. Dieses grässliche Gemisch aus Leibern verrottet zu einem gemeinsamen Wesen, durch düstere Magie zusammengehalten. All mein Wissen. Und ich konnte doch nur vor ihnen fliehen. Und ich würde jedem vernünftigen Menschen raten, dasselbe zu tun. Na, wir fliehen nie, mein Lieber. Erkennst du uns aber schlecht. So, ich kümmere mich gleich mal immer direkt um diese Viecher, die die anderen Skelette hier wiederbeleben. Und wir haben gerade einen Erfahrungsschrein aktiviert. Das sollten wir uns jetzt nicht nehmen lassen und mal schnell hier durch die Grabwächter durchschnetzeln. Boah, hier, dafür, genau dafür ist dieser Zauberspruch ideal geeignet. So, komm schon, den auch noch platt machen. Jetzt kriegen wir ja doch wieder bestimmt ein dickes Massaker angerechnet. 12 Monster, nice, 49 EP. Und dann lasst uns noch schnell die Krone hier nein, nehmen. Ich werde nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslasst. Ja, das erlaubt mal ruhig, aber das interessiert uns überhaupt nicht. Fuck. So. Ich brauche mehr Arkankraft. Sehr schön. Gut, Leute, ich würde mal sagen, an dieser Stelle mache ich erstmal einen Break für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. So, Leute, ich bin's doch nochmal ganz kurz. Ich würde sagen, wir nehmen die Krone hier nochmal an uns. Genau, denn mir ist gerade eingefallen, wenn ich jetzt hier einen Break gemacht hätte, das wäre ein bisschen stumpf. Ich wurde nur gerade unterbrochen, deswegen habe ich so ein bisschen voreilig hier die Folge beendet. Lasst uns nochmal kurz mit dem Schmied sprechen. Ihr habt die Krone gefunden. Um ehrlich zu sein, hätte ich es nicht erwartet, euch je lebend wiederzusehen. Ah, sie muss repariert werden. Sollte kein Problem sein. Es ist schön, wieder zu arbeiten. Bitte. Genauso neu wie an dem Tag, an dem sie dem finsteren König auf den Kopf gesetzt wurde. Ich habe genug vom Schaufeln, Schmieden. Ich muss mich mit etwas Sinnvollem ablenken, damit mein Leben wieder Bedeutung hat. Dann arbeitet für mich. Ich werde euer Können für großartige Dinge nutzen. Yes, genau das wollten wir doch. Endlich. Okay, Leute, dann würde ich gleich mal sagen, wir machen dann hier gleich nochmal was. Und zwar, ihr seht schon, hier können wir Sachen herstellen und so weiter. Ich will aber erstmal, dass er mir hier... Halt, Moment. Was ist das? Oh, wo habe ich denn die Sachen noch her? Moment, also das kommt hier hin und das kommt hier hin. Die Handschuhe machen noch ein bisschen mehr Erfahrung. Nice. Ich weiß, der Schaden ist ein bisschen geringer dadurch, aber es ist nicht ganz so schlimm. Erfahrung ist auch ganz gut. Und ja, jetzt wollte ich euch das hier mal zeigen. Jetzt zerstören wir hier die Gegenstände und bekommen dafür ein paar Zutaten von ihm. Ne, das behalten wir, das, was wir haben. So. So. Und das können wir auch zerstören. Und ihr seht schon, jetzt haben wir hier 9-mal diese feine Essenz, mit der wir Sachen herstellen können. Ich werde mal eben noch das Dingens verticken. Ich habe einen den grauen Gegenstand hier. Hier kannst du haben. Diese feinen Waren anbieten kann. Und dann könnte ich mal schauen, ob wir irgendwas herstellen können. Vielleicht sogar schon. Obwohl, lasst uns erstmal den Typen ausbilden ein wenig. So, da kriegt er nämlich auch gleich neue Sachen durch. Ihr seht schon hier, die Fellhose des Lehrlings und die Lederarmschienen des Lehrlings hat er jetzt neu dazu bekommen. Und er kann sogar einen Zauberstab herstellen. Aber komm, einmal trainieren wir ihn noch. So, was hat er jetzt bekommen? Ah, hier ein paar Schilde. Bei Waffen aber nichts, okay. Und wir könnten ja mal eben schauen. Oh, 8 Stück würde das gleich aufbrauchen, wenn ich jetzt diesen Dingens hier herstelle. Und ihr seht schon, 9,8, das ist jetzt schwächer als unserer, deswegen werde ich das jetzt erstmal nicht machen. Da bewahren wir uns
die Zutaten doch lieber auf, würde ich sagen. Gut, Leute, okay, Deckard Cain will hier mit uns quatschen und ich würde sagen, diesmal machen wir dann wirklich Schluss für heute. Ich weiß, dass ich das eben schon mal gesagt habe, aber diesmal verabschiede ich mich sogar richtig von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, macht euch noch einen schönen Tag. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut, ciao.